Kennt ihr vielleicht jemanden, der ein bisschen zu viel Computer spielt? Mein Bruder. Sucht im Medienbereich ist leider ein sehr plakativer Begriff geworden. Das macht sich unheimlich gut auf den Titelseiten. Süchtige Kinder und Jugendliche. Medizinisch, psychologisch genau genommen ist das Gott sei Dank nur ein sehr kleiner Prozentsatz. Also ich habe auch mal eine Zeit lang Minecraft gespielt und habe ich mir immer vorgenommen, irgendwie eine halbe Stunde zu spielen oder so, und dann wurden daraus mehrere Stunden. Die Frage, wie viel Zeit alleine ich mit Medien zubringe, ist nicht das entscheidende Kriterium. Spannend ist ja immer die Frage, ist das noch in eine normale Lebensführung gut integriert? Es gibt ja viele Online-Spiele, also so WoW und so gibt es ja sehr viele. WoW-Süchtige im Freundeskreis kenne ich nicht, aber schon welche, die eher viel spielen, wo es aber, glaube ich, keine Sucht ist. Ein Computer- oder Online-Sucht ist eigentlich vergleichbar wie andere Süchte auch, also Drogenabhängigkeit oder sowas. Das heißt, das ganze Leben ist dann konzentriert auf die Droge, das Online-Sein, das Spielen, so weit, dass es eben wirklich eine Störung des Verhaltens ist, das verhindert, dass ich noch normal am übrigen Leben teilnehme. Wenn man keine anderen Sachen mehr macht, also nicht mehr draußen ist und so, und einem das Spiel Spaß macht, dann glaube ich, kann auch jeder Mensch süchtig nach dem Spiel werden. Zuallererst würde ich noch mal davor warnen, Kinder jetzt pauschal zu verdächtigen, sobald sie intensiver mit Medien leben. Aber es ist natürlich genau wie wenn ich bei meinem Kind irgendwie einen Hautausschlag, Masern oder sonst etwas feststelle, dann gehe ich zum Arzt. Und sollte ich ernsthaft Anzeichen von Süchtigkeit, also dass das mit dem Schulbesuch schwierig wird, dass das Kind nicht mehr an Mahlzeiten teilnimmt, überhaupt keine normalen Sozialkontakte mehr in der Kohlenstoffwelt hat, dann brauche ich professionelle Hilfe. Und da ist es auch wichtig, als Eltern dann nicht zu versuchen, das alles irgendwie nett alleine hinzukriegen im Gespräch. Bei einer Krankheit nehme ich auch einen Arzt in Anspruch und bei einer psychischen Störung brauche ich eben auch da professionelle Hilfe dann. Ansonsten gibt es online auch tatsächlich eine Reihe von Selbsttests, die man eben ausfüllen kann, um für sich mal so eine erste Einschätzung zu haben. Ist das bei mir noch alles im Rahmen oder laufe ich da vielleicht in einen Bereich, wo es problematisch wird? Das kann zumindest mal ein erster Hinweis sein.